Beziehungen 2023. Immer mehr Sex, immer weniger Glück. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich habe es eben im Chat gesagt, geht zum Sport, macht was für euren Körper. Die Leute vergessen, dass Geist, Seele und Körper miteinander zusammenhängen. Und dass, wenn du eine Sache trainierst, das auch einen Rieseneffekt auf die andere Sache hat. Also konzentriert euch nicht nur auf eine Sache, sondern versucht, alle drei Dinge in Einklang zu bringen und für euch was zu tun auf allen drei Ebenen. Deswegen geht mal zum Sport. Wenige Leute heutzutage bewegen sich noch auf irgendeine Art und Weise körperlich, weil diese ganzen Sachen hier, was ich jetzt auch gerade mache, vorm Bildschirm sitzen, die am Handy irgendwas reinziehen den ganzen Tag und so, die vergessen das. Wir sind aber Wesen, die sehr viel eigentlich in der Vergangenheit körperlich sich betätigt haben und ist immer mehr verloren gegangen. Deswegen tut was für euren Körper. Wichtig und richtig, meine lieben Freunde. Wir ziehen uns ein Video rein, welches heißt Beziehungen 2023. Immer mehr Sex, immer weniger Glück. Ich fand das einen guten Titel und ich glaube, der Dude, der da jetzt drüber redet, es scheint auch ein sympathischer Dude zu sein. Ist ein etwas kleinerer Kanal, der nicht wirklich viel Aufmerksamkeit hat, aber ich finde, das Thema ist ein wichtiges Thema, weil ich glaube, da passiert gerade was in der Gesellschaft, was nicht wirklich positiv ist für die Entwicklung von Haut? Sprachfehler, den Mann hat da? Für die Entwicklung, was Familie angeht, was Beziehung zwischen Mann und Frau angeht und so, ist, glaube ich, schlechter denn je, deswegen ziehen wir uns das jetzt mal rein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, der Peter geht los. Skü! Wenn du als Mann Tinder nutzt oder irgendeine andere Dating-App. Dieser Kanal Bewusstseins Rock'n'Roll, mit wem hatte der einen Talk, auf den wir auch schon reagiert haben? Ich glaube mit Kayvon, oder? Ken Jebsen, kann es sein? Ich glaube schon. Oder Daniele Ganser. Ich glaube, Kayvon war es gewesen. Und Probleme damit hast, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Wenn du dich fragst, warum finde ich einfach nicht eine vernünftige Beziehung, auf die ich bauen kann. Warum finde ich einfach nicht eine richtige Beziehung, auf die ich bauen kann, Digga, geil. Richtig Berliner, Digga. Fühl ich. Ist alles so verrückt geworden. Oder wenn du als Frau das Gefühl hast, Mensch, irgendwie, ich hab zwar die ganze Zeit... Das Gefühl hast, Digga, irgendwie, Digga, ich fühle diesen Berliner Akzent brutal, ich schwör dir. Berliner und Mannheimer Beste. Frage, da sind andauernd Typen, die irgendwas von mir wollen, aber irgendwie ist nie der Richtige dabei, irgendwie sind die Beziehungen nicht vernünftig, irgendwie sind die Kommunikation nicht richtig, dann schau mal dieses Video, denn da geht es genau darum, warum das so ist und was wir alle dagegen tun können und wo wir selber anfangen können, um das zu verändern. Im Jahr 2023 kann man wirklich sagen, egal wo man sich umguckt, wir haben so viel sexuelle Praktiken, so viel Sexualisierung wie nie zuvor. Ist so. Ist Facts. Das kann ich einfach hundertprozentig bestätigen. Egal, wo du hingehst, egal, wo du hinschaust, ey, es ist überall allgegenwärtig so. Und das ist eine Sache, die ist nicht gesund. Und die, also erstens haben die Frauen verstanden, wie horny die Männer eigentlich sind, wegen ihrem Sexdrive und wegen ihrem Testosteronlevel. Und die Medien und Musikbranche und diese ganzen Leute haben das auch verstanden. Deswegen ist auch diese Porno-Onlyfans-Industrie, Digga, das ist so groß. Und das spielt alles mit der Schwäche, mit der größten Schwäche des Mannes eigentlich so. Und zwar seinen Eiern. Und wenn du deine Eier nicht unter Kontrolle hast heutzutage, dann bist du steuerbar so. Und deswegen habe ich für mich selber auch gesagt, hör auf, dir Pornos reinzuziehen. Hör auf, dir irgendwelche Onlyfans, habe ich eh nie gemacht, aber hör auf, dich selbst zu befriedigen. Hör auf, die ganze Zeit immer nur so sexuell unterwegs zu sein und dich an Frauen aufzugeilen und so. Ich bin gerade echt dabei, den ganzen Laden unter Kontrolle zu kriegen, weil ich keinen Bock mehr habe, dass meine Eier mich steuern können auf eine Art und Weise, so, weißt du? Du kannst ja nichts mehr angucken, ohne dass dir dabei Sex um die Ohren gehauen wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber so wenig stabile Beziehungen wie je zuvor. Immer mehr Single-Haushalte. In Berlin zum Beispiel sind wir bei fast 50% Anteil an Singles, was extrem hoch ist und die Tendenz steigt. Und immer mehr Menschen, die verzweifelt sind. Andrew sagt gerade Videotitel für YouTube, die Sexverschwörung. Ja. Weil sie einfach keine innere Erfüllung im Austausch mit einer anderen Person finden. Und auch die Freundschaften und generell Beziehungen unter Menschen leiden extrem darunter. Unter all diesem, was gesellschaftlich momentan passiert, dass sich immer mehr Menschen einsam fühlen, auch in jungem Alter, sehr, sehr einsam fühlen, allein, zurückgelassen, obwohl sie auf der anderen Seite so ja teilweise mit vielen Menschen zu tun haben oder, und das trifft gerade auf die Frauen zu, teilweise hunderte Verehrer in der Schlange stehen und sie sich trotzdem einsam fühlen innerlich, weil einfach von ihrer Seite aus keine Resonanz da ist.
Und das hat verschiedene Gründe und die beleuchten wir jetzt. Und der erste Faktor. Einer hat gerade geschrieben, der Arthur wieder, der kleine Heidi, hat geschrieben, okay, der sieht so aus, als könnte er uns erzählen, wie man ein richtiger Mann wird. Ich glaube, darum geht es gar nicht so wirklich. Ich glaube, es geht eher darum, dass, also ich, egal wie ein Mensch aussieht, kann er ja die Gesellschaft observieren und gucken, in welche Richtung wir gerade gehen und dass wir gerade übersexualisiert sind und dass es einen negativen Effekt auf die Beziehung zwischen Mann und Frau hat. So. Dazu muss man jetzt nicht irgendwie bestimmt aussehen oder so. Weißt du, das hat jetzt nichts mit dem Aussehen zu tun, für mich persönlich auf jeden Fall. Deswegen geben wir ihm die Chance, das mal aufzurollen und hören dazu. Und wenn wir widersprechen, dann widersprechen wir. Und wenn wir zustimmen, dann stimmen wir zu. So. Ich bin da nicht so verurteilt unterwegs wie du, mein Jutster. Dabei die Riesenrolle spielt, ist das Internet, Social Media und Co. Da werde ich euch jetzt nichts Neues erzählen. Dass das pure Gift ist für die Beziehung der Menschen, hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren so deutlich gezeigt, wie man es nur irgendwie sehen kann. Letztendlich ist all diese digitale Kommunikation, dass man nicht mehr rausgehen muss aus seinem Haus, irgendwo in eine Bar, in einen Park, irgendwo sich treffen muss mit Freunden, um Menschen kennenzulernen, sondern einfach nur auf Instagram geht und irgendwo in die DMs slidet, irgendwo jemand anschreibt, all diese Dinge, sich Tinder runterlädt, Bumble und was es da nicht alles gibt. So einfach geworden, mit einem Fingerschnipsen so, weißt du, kannst du dir die Sachen aufrufen, die ganzen Apps, ganzen Dating-Apps und so. Und wenn da nichts funktioniert, wenn da nichts läuft, dann gehst du halt auf Pornhub, Digga, und schmeißt da irgendeinen Laden an, der dir gefällt, so, weißt du. Und so verkümmerst du eigentlich immer mehr und hast immer weniger noch Beziehungen mit echten Menschen und gehst raus ins echte Leben, so. Also ich glaube, eine Sache würde gerade Männern extrem gut tun heutzutage, aber auch Frauen, so, weil es hat einen negativen Effekt auf beide, wenn die Dating-Apps und die Porno-Seiten und diese ganzen Sex-Sachen einfach mal von einem Tag auf den anderen verschwinden würden, dann würdest du merken, wie die Gesellschaft sich wieder verändern wird und die Leute sollen nicht unterschätzen, was diese Lust, diese sexuelle Lust und dieses Sexualisieren der Gesellschaft für einen Effekt hat auf ganz viele andere Bereiche auch so. Meiner Meinung nach, die Angst und die Lust, diese beiden Themen werden beide extrem dafür genutzt, um uns in eine gewisse Richtung zu treiben und vor allen Dingen uns emotional zu machen und nicht mehr wirklich logisch zu machen. So, weißt du was ich meine? Die Sachen werden genutzt, um uns irgendwie von unserem Bewusstsein wegzubringen, weil es sind auch niedrige Arten von Schwingungen so. Und das muss man sich halt bewusst machen. Dass man all diese bequemen Wege angeboten bekommt, hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen verlernt haben, einfach mal rauszugehen, sich zu unterhalten, sich kennenzulernen und einfach ohne irgendeine Absicht dahinter zu haben, wirklich in Kontakt zu treten. Und diese Kommunikation, die wird ja gerade auch immer mehr politisch und gerade in dieser moralischen Cancel Culture als was Böses darstellt. Ja, als Mann irgendwo auf die Straße zu gehen und eine Frau, die man attraktiv findet, einfach so anzusprechen und mal ein Kompliment zu machen oder zu sagen, hey, wir kennen uns nicht, aber ich würde das gerne ändern. So. Ist schon toxisch heutzutage. Das ist ja völlig vergessen. Da wirst du ja von allen Seiten direkt gleich attackiert, weil du für ein Chauvinist bist, für ein Macho. Das wollen die dir eintrichtern, aber das stimmt eigentlich nicht so. Also ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Solange du ein charismatischer, freundlicher, witziger Dude bist, der eine gute Ausstrahlung hat, weil er sich um sich selbst gekümmert hat, so, kriegt man da nicht viel negatives Feedback. So, weißt du? Das wollen die uns so eintrichtern, aber das stimmt nicht. Co. Sag ich jetzt. Das ist natürlich Bullshit und da kann ich auch nur jedem Mann oder auch Jungen, der gerade zuschaut, sagen, hört nicht auf diesen Schwachsinn, sondern diese Eigenschaft rauszugehen, Menschen anzusprechen, in Kontakt zu treten. Das ist somit das Männlichste und Beste, was ihr ausprägen könnt. So, da macht er doch gute Punkte so. Wird euch in eurem Leben einen riesen Vorteil und Vorsprung verschaffen. Aber gerade da das halt so oft in so eine eklige Ecke gestellt wird, dieses ganz normale Verhalten wird halt quasi, es wird alles auf Kopf gedreht, das normalste Verhalten, normal miteinander zu interagieren, wird als böse und komisch dargestellt. Kannst du mal nochmal, Deus, kannst du mal kurz Leon, Ausrufezeichen Leon Lovelock, toxisch maskulin gucken, wie die Prozentzahl heute aussieht so? Auch ein Begriff, der dafür genutzt wird, einfach um Leute zu diffamieren, beziehungsweise um zu sagen, ey, wenn du ein normaler Mann bist, der seine Ansichten hat, bist du toxisch so. Das ist die Gegenteilwelt, in der wir uns mittlerweile befinden. Binge mittlerweile, auch so ein Dreckswort, was mittlerweile überall rumgeht. Genau daran liegt es, dass diese Beziehung zwischen Mann und Frau immer mehr ins Missverhältnis gerät. Weil online, und das ist jetzt eigentlich nur ein Spiegelbild der Gesellschaft der letzten tausenden Jahre, ist es so, dass ein Männerüberschuss ist extrem und dass die Frauen in der extremen Auswahl sind, mit wem sie in Kontakt treten wollen, mit wem sie schlafen wollen, auf welcher Ebene die Beziehung stattfindet.
Also ihr als Männer, ich weiß, dass viele Leute zugucken und vielleicht noch nicht so weit in dem Thema drinne sind und immer noch sich fragen, Mensch, warum läuft es denn bei Tinder nicht? Warum funktioniert es denn nicht? Vermutlich, weil du nicht extrem groß bist, nicht extrem trainiert bist, kein extrem kantiges Kinn hast und nicht zu den rein optisch betrachtet Top 2% der Männer gehörst. Für die kann es nämlich funktionieren online. Auch und selbst für die ist es nicht so einfach, wie die Leute teilweise denken. Gerade Mädels denken, ja, ist so easy und so, weil die halt 1000 Swipes bekommen. Fast jeder swipet die nach rechts so. Die können sich einfach quasi aussuchen, welchen Typen die sich nehmen. Und diese Auswahl hat auch die Frauen zerstört, diese zu extreme Auswahl an Männern. Und die haben, wie er gesagt hat, 100 Männer in der Reihe stehen und swipen die rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, sodass sie sich auch mit nichts mehr richtig zufrieden geben. Und bei Männern ist es halt so, dass die dann ihren Wert davon abhängig machen, wie viel Swipes die bei Tinder bekommen und so. Das ist einfach nicht der richtige Spiegel der Gesellschaft und wie das wirklich funktioniert. Ein Mann, der sich um sich selbst kümmert, der gepflegt ist, der auf eine Art und Weise charismatisch ist, eine gute Ausstrahlung hat, aber jetzt nicht 10 von 10 technisch aussieht, also jetzt nicht die brutalste Optik hat, hat trotzdem Chancen eigentlich im echten Leben. So. Wenn du auf eine gute Art und Weise mit einer guten Energy eine Frau ansprichst, so, dann kann das funktionieren. Lass dir das nicht ausreden von den Leuten. Nein, du musst immer 1,90 sein und trainiert und dies, das. Hört sich ein bisschen komisch an jetzt aus meinem Mund, weil ich viele von den Attributen mitbringe, aber ich weiß, dass es so ist. Wenn du dich selber gut tragen kannst, dann hast du auch Chancen bei Frauen. So, lass dir das nicht ausreden, mein Jutster. Recht als recht, aber für den Rest ist das reine Abzocke und Zeitvergeudung. Das ist die traurige Wahrheit. Ich verlinke euch unten nochmal ein paar Videos, wo ihr das nochmal sehen könnt, wo man zum Beispiel sieht, man kann bei Tinder ein Profil einlegen mit einer ganz normalen Frau, ja, einer ganz normalen Durchschnittsfrau, rein vom Optischen betrachtet und was andere, die jetzt ja bei diesen Apps eh nicht. Und sie wird nach 1-2 Stunden bei Tinder 300-400 Likes haben, sie wird nach einer Woche über 1000 Likes haben. Das ist crazy, Bro. Ich habe auch mal ein Handy von einer Frau in die Hand genommen und habe mal geguckt, wie bei denen Tinder aussieht. Erstens müssen die für Premium, glaube ich, gar nicht bezahlen. Bei denen ist eh alles offen for free mäßig so. Und die haben, Digga, eine normale Frau, die nicht mal krass aussieht. Die hat so viele Swipes. Das ist crazy. Das ist crazy. Und wie viele Nachrichten und wie die Männer alle direkt simpen so. Ist heftig. Also es ist heftig. Kann völlig frei wählen, mit wem sie was wie machen möchte. Du kannst ja ein Profil machen, verlinke ich dir auch unten mal. Da gibt es lustige Leute aus den USA, die da tolle Experimente gemacht haben. Toll in Anführungszeichen, weil die Ergebnisse sind wirklich krass. Du kannst ja eine völlig übergewichtige Frau nehmen, die wirklich ganz schlechte Bilder drin hat, wo sie wirklich nicht gut getroffen ist. Und selbst diese Frau wird eine absolut krasse Auswahl haben an. Das ist krass, das ist doch krass. Dann, mit denen sie jederzeit sexuell aktiv werden kann, mit denen sie jederzeit eine Beziehung eingehen kann und die Schlange stehen und nur darauf warten, dass irgendein Signal kommt und sie dann springen. Auf der anderen Seite kannst du dir Profile machen, selbst mit extrem gut aussehenden Typen, ja, rein auf der oberflächlichen Ebene, die auch eine Sicht haben, was für die meisten Frauen ansprechend ist. Und selbst die werden teilweise Probleme haben, in Kontakt zu treten oder haben dann Matches und die Frauen antworten nicht. Facts. Und das ist ja auch normal, die Frauen einfach so ein Überangebot haben. Und das ist die Realität hinter Online-Dating. Und die solltet ihr nicht vergessen. Und ihr solltet da auch nicht euer Geld drin. Gesicht vergessen und euer Geld nicht rein. Feier ich, Digga. Ich feier den. Ich finde den gut bis jetzt, oder, Freunde? Was sagt ihr? Ich habe diese Sachen auch genutzt eine Zeit lang. Und bei mir war es genauso, dass du dann 2-3 Matches in der Woche oder so hast. Und am Ende ist alles Zeitvergeudung. Geh lieber raus, sprich mit Menschen. Da geht es auch nicht nur darum, wie siehst du auf einem Bild aus, sondern was ist deine Ausstrahlung? Was hast du für einen Charakter? Wie wirkst du auf andere Menschen? Bist du direkt? Hast du Selbstvertrauen? Strahlst du das aus? All diese Sachen. Und die kann man verbessern. Die kann man. Fact. Also meine Quote im Real Life ist auch 500.000 Mal besser als auf Dating-Apps. So. Also wirklich. So. Es ist einfach so. Im echten Leben funktioniert das alles, weil da spielt auch Charisma eine Rolle, Digga. Wie kleidest du dich? Wie gepflegt bist du? Was hast du für eine Energy und Ausstrahlung? So, was sagen deine Augen? Diese ganzen Sachen spielen da nämlich auch eine Rolle. So. Und das Internetleben ist halt voll verzerrt. Und Leute leider nehmen das Internetleben so ernst, dass sie denken, das ist das echte Leben so. Und lassen sich dann davon auch beeinflussen und lenken und ihren eigenen Wert davon beeinflussen, wie das Internetleben für sie funktioniert so. Und das geht auf ganz vielen verschiedenen Ebenen so. Die Leute sind sehr wenig noch in Touch mit dem echten Leben so.
Also was mir jetzt gerade zum Beispiel auch in den Kopf kommt, ist so irgendwelche Leute, die zum Beispiel eigentlich im echten Leben voll schüchtern sind, niemanden irgendwie auf den Schlips treten wollen und einfach schüchterne Menschen sind so, die dann im Internet sind und andere Leute beleidigen, Digga, richtig so mit Mutter beleidigen und richtig auf hart machen und so, weil die halt sich beschützt fühlen vom Internet. Und das gibt denen dann Bestätigung, die fühlen sich dann krass in dem Moment, aber im echten Leben ist es halt einfach nicht so, weißt du, was ich meine? Und da muss man aufpassen, dass man da nicht so mit der Zeit auch eine gewisse Persönlichkeitsstörung bekommt, weil es einfach mit dem echten Leben nichts zu tun hat. Lernen. Und bei dieser Verbesserung, da verbessert man so ja auch sein eigenes Mindset, sein eigenes Leben und sein eigenes Glücksgefühl. Ganz unabhängig davon, ob dabei irgendwas rauskommt, ob man dadurch wirklich tolle Leute kennenlernt oder nicht. Oder ob es vielleicht am Ende dann einfach nur ein Versuch war. Und dieser Zustand, dass sich alles online verlagert und dort die Frauen so ein Überangebot haben und quasi wirklich zugemüllt werden mit Anfragen und die Männer extrem auf dem Abstellgleis stehen und Probleme haben, überhaupt irgendwie in Kontakt zu treten, weil die Konkurrenzsituation natürlich auch riesig ist. Ja, ich meine, würdest du jetzt zu einem Vorstellungsgespräch gehen, wo quasi 1000 verschiedene Leute um dich rumstehen, die alle genau das gleiche Gespräch machen, um den gleichen Job zu bekommen? Oder würdest du sozusagen zu der anderen Stelle, die genauso gut ist, gehen, wo du der Einzige bist, wo du aber ein bisschen früher aufstehen musst, selber hinfahren musst und ein bisschen mehr Effort zeigen musst? Bisschen komisches Beispiel, aber ich verstehe, was er meint. Das ist nämlich der Vergleich zwischen sprich einfach jemanden auf der Straße an oder je Online-Dating als Mann machen. Es ist einfach irrational, das zu machen. Zeitverschwendung. So, und das hat aber Probleme für beide Geschlechter natürlich. Nicht nur für die Männer, die dadurch immer mehr vereinsamen. Da gibt es so viele Statistiken zu und so. Guckt euch dazu Videos an, nochmal näher. Ich verlinke euch, wie gesagt, einige. Gerade in den USA und im westlichen Raum, also auch hier in Deutschland, vereinsamen immer mehr junge Männer. Die Statistik von Männern, die unter 30 noch keinen Sex hatten, ist mittlerweile bei fast einem Drittel. Ja, ein Drittel der Männer heutzutage. 33,3% der Männer heutzutage von 18 bis 30 sind entweder Jungfrau oder haben ein Jahr keinen Sex gehabt. Das musst du mal, wenn ich das Frauen erzähle manchmal so, die sind schockiert. Die können sich das nicht vorstellen. Das ist crazy. Und muss man sich mal vorstellen, die sozusagen zwischen dem Zeitraum 18 und 30 kein einziges Mal Sex hatten, bei fast einem Drittel aller Männer, war übrigens bei so 6-7% noch vor 10 Jahren und Tendenz steigend. Also krass, war mal bei 6-7%, überleg mal. Eine riesige Vereinsamung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, bei den Frauen ist es natürlich so, dieses Überangebot führt auch zu Problemen, weil einerseits wird dein Ego... Erstens wird dein Ego geboostet und zweitens sind viele verhurt. Muss ich so ganz klar sagen, wie es ist. So, es ist einfach Fact. Boostet ohne Ende. Ja, ihr könnt euch das ja als Mannsicht auch einfach mal vorstellen, was passiert, wenn euch auf einmal 1000 Frauen liken bei Tinder. Da würdet ihr auf einmal auch denken, oh Mensch, irgendwas muss ja mit mir ganz besonders toll sein. Und dadurch kommt so ein ungesundes Selbstbild auch oft bei vielen Frauen, was ihnen dann selber im Weg steht letztendlich, um Leute kennenzulernen, die ihnen wirklich gut tun würden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so oberflächlich, dass die meisten Frauen sich selbst auf so eine Fassade bauen und denken, sie müssten so und so sein, sie müssten sich so und so darstellen. Und deshalb ist es für beide extrem toxisch, dieses Verhältnis, und Online-Dating für beide in den meisten Fällen eher Gift, als dass es irgendwie Nutzen hat. Dazu kommt das Problem unserer heutigen Zeit. Ist so, würde ich zustimmen. Zeit mit all diesen Informationen, die wir aufnehmen. Den Punkt, den ich jetzt genannt habe mit dem Verhurtsein und so, den hat er jetzt nicht gebracht, aber ich glaube, das ist auch darauf zurückzuführen, auf das Überangebot. Weißt du, wie ich meine? Und viele verstehen nicht mehr, gerade Frauen verstehen nicht mehr, dass sie ihren sexuellen Wert auch beschützen müssen auf eine Art und Weise, so, weil es auch so normalisiert wird in der Musik, in den Filmen und so. Ja, Go Girls, City Girls, Boss Bitches, bla 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 bla. Dass das halt auch einen negativen Effekt auf das Thema hat, so, weißt du? Und wie ich das vorhin auch beschrieben habe, das hat halt wirklich einen Effekt auf beide Geschlechter und deswegen ist es halt noch schlimmer, so, und noch schwieriger, dass das miteinander richtig funktioniert, so, weißt du? All dem, dass die Welt quasi ein Dorf ist durch das Internet, dass man immer nach was Besserem sucht. Dass man automatisch immer, wenn man jetzt jemanden kennenlernt, sich sagt, ah, ich sehe da aber schon wieder so eine kleine Macke und da was, und schon wieder Ausschau hält nach was anderem. Ich sage damit nicht, ihr sollt jetzt irgendwie schnell Beziehungen eingehen, ich bin da gar kein Fan von. Für mich zum Beispiel, ich würde eine Beziehung erst ab dem Punkt eingehen, wo ich sage, die Frau möchte ich mal irgendwann heiraten. Sprich, an einem sehr starke Einstellung. Fortgeschrittenen Prozess des Kennenlernens. Also das ist nichts, was in Wochen passiert.
fühle ich, Digga, fühle ich komplett. Ich habe auch immer gesagt, ich habe auch nur eine Beziehung in meinem Leben gehabt und ich habe immer gesagt, wenn ich mal eine Frau richtig ernst nehme und eine Beziehung mit ihr führe, dann ist das die eine. Dann ist das die eine, so, weißt du, wie ich meine? Und ich habe gedacht, ich habe es geschafft. Leider habe ich es nicht richtig, leider hat das nicht richtig funktioniert und es lag auch vor allen Dingen daran, also ich ziehe mir da die Schuhe auch selber an und nehme Eigenverantwortung, also nehme selbst die Verantwortung für die Sache, weil ich einfach noch nicht der Mann war, der ich sein kann und ich war einfach auch gar nicht gefestigt in meiner Männlichkeit. Ich wusste gar nicht, was ich will. Ich wusste nicht, wie geht man in Beziehungen um, wie geht man mit Frauen um. Ich wusste nicht richtig, wie ich funktioniere. Im Nachhinein betrachtet, wo ich so viel über diese Thematik gelernt habe, so hätte das echt gut funktionieren können, hätte ich dieses Wissen schon vorher gehabt. Aber ich war einfach noch nicht richtig da, weißt du? Und das liegt natürlich auch daran, weil ich ohne Vater groß geworden bin, weil es wenig männliche Vorbilder gibt, die einem erzählen, wie das läuft und auf was man achtet und diese ganzen Sachen. So, dass ich erst in der Beziehung und nach der Beziehung gelernt habe, so. Und leider das Ding dann schon kaputt gegangen ist, so, weißt du? Aber so im Nachhinein betrachtet, sage ich dir ehrlich, hätte ich dieses Wissen, hätte, wäre Fahrradkette, sollte so sein, aber hätte ich dieses Wissen vorher schon gehabt, was ich jetzt aktuell habe, dann hätte das auch wirklich funktionieren können. So, sage ich bis heute. Sondern Monaten und teilweise Jahren dann, wenn dann. Aber ihr solltet eben auch nicht immer bei der kleinsten Hürde oder bei der kleinsten Verschiedenheit gleich wegrennen. Und jetzt sehen wir ja, wir sehen diese Ghosting-Generation jetzt, wo man Leute einfach wegignoriert, anstatt einfach dann noch offen abzusagen. Ja, und das ist alles, was mit einem selbst was macht. Wenn du eine Person ghostest, wird dich selber verletzen. Weil oh shit, kommt da Musik gerade im Hintergrund, wa? Dein Selbstwert am Ende auch untergräbt. Weil du selber nicht mal die Eier hattest, egal ob Mann oder Frau, offen zu sagen. Warte mal, wie, egal ob Mann oder Frau? Wie jetzt, Digga? Haben die auch Eier? Nee. Hey, danke, dass du mir das sagst, dass du das anfragst, aber ich habe daran kein Interesse, dich kennenzulernen oder das weiterzuführen. Deshalb jetzt eben darum, nicht immer die einfachste. Hau mal das Wissen raus, Bro. Etwas traurig, geht mir ähnlich. Ja, aber ey, es ist so, wie es ist, ne? Es sollte so sein, wie es war, Digga. Was soll ich dir sagen, Bro? Ich traue den Beziehungen, die ich in der Vergangenheit hatte, nicht mehr wirklich hinterher, sondern ich versuche einfach dankbar dafür zu sein, weil wäre das nicht passiert, hätte ich diese Erkenntnis nicht gemacht. Natürlich wäre es schön, wenn das funktioniert hätte, aber hat's halt nicht. Und das musste erst passieren, damit ich ein paar Dinge verstehe. Und wäre das nicht passiert, dann hätte ich diese Erkenntnisse nicht gemacht, weißt du? Und deswegen immer einfach gucken, dass man daraus lernt und nicht hinterher trauert oder sich selbst dann traurig macht oder sad ist und so und seine Energy da zu krass beeinflussen lässt, sondern einfach die positive Seite sehen, so. Es gibt immer eine Perspektive, die dir zeigt, dass die Dinge, die passieren, für dich passieren, damit du daraus lernen kannst, so. Ist alles ein Test, so. Zu wählen, sich nicht immer wegzuducken und zu verstecken, sondern einfach auch mal offen und ehrlich seine eigene Wahrheit zu kommunizieren. Die heutigen Frauen haben auch Eier, richtig. Ist so. Ist so, die haben Balls, sein Vater. Free Engel, bist du da? Und das ist ebenfalls ein Problem, weshalb so viele Beziehungen und Freundschaften letztendlich abkacken, weil die Leute immer meinen, alles müsste perfekt sein und wir müssten immer auf einer Wellenlänge sein und keinerlei Konflikte mehr aushalten oder auch einfach mal sagen können, Mensch, wir sind nicht einer Meinung, aber wir haben uns trotzdem gern menschlich und das steht drüber. Und dazu kommen dann... Kriegst du diese Sachen aus dem Kopf? Bei mir bleibt Zwangsgedanken trotz viel Meditation. Also es ist bei mir mittlerweile so, dass ich halt die Bewusstseinslehre dann auch benutze, so mehr oder weniger, weißt du? Dass ich natürlich kommen Gedanken manchmal hoch, gerade über Menschen, die man wirklich geliebt hat und die nicht mehr in deinem Leben sind, so, weißt du? Aber ich versuche dann auch direkt zu verstehen, dass das die Vergangenheit ist und dass das Gedanken und Gefühle sind, die mit meinem Kern und meinem Bewusstsein nicht wirklich was zu tun haben, so, weißt du, und lass das dann auch so schnell wie möglich wieder los. Darum geht's ja eigentlich, dass du dich daran nicht festhältst, so, dass diese Gedanken und die Gefühle, die da hochkommen, nicht deinen ganzen Tag bestimmen, sondern vielleicht 10 Minuten und du dann diese Perspektive annimmst, dass du das ganze Thema beobachten kannst und dass du es dann auch wieder loslässt, so im Endeffekt, weißt du. Das ist ja das Ziel auch von Meditation und Bewusstseinslehre und so. Und es funktioniert. Weißt du, du darfst dich halt nicht daran festhalten und dass dich dein Leben, deinen Tag bestimmen lassen. So, das ist halt eine ganz wichtige Geschichte. Und ja, so kannst du es eventuell schaffen, die Dinge wieder loszulassen. Aber ja, ich fühle das, was du sagst. So eine Sachen kommen natürlich immer wieder hoch. Die Umgangsart und Weise damit ist halt das Wichtigste, so, weißt du? Die ganzen Komplexe und der ganze Selbsthass, den wir mittlerweile haben, gerade in den jungen Generationen, durch all das, dass wir so mit äußeren Dingen identifiziert sind,
dass wir uns selbst oftmals ja nicht mögen. Und wenn man sich selbst nicht mag, dann baut man eben diese Fassade auf. Und wenn man anderen Menschen aber nur eine Fassade zeigt und nicht die wahre, ja, das wahre Selbst, nicht wirklich, wie man ist, wie man fühlt, ja, und wirklich auch zeigt, wenn man Dinge nicht mag oder sich klar kommuniziert, klare Grenzen setzt, dann wird man eben auch keinen Respekt zurückbekommen. Und das geht für beide schlechter. Ist Facts. Wenn du dich nicht selbst liebst, wie sollen dich dann andere Menschen lieben, beziehungsweise wie willst du dann andere Menschen lieben? So, es fängt am Ende, egal bei welchem Thema, immer mit dir selbst an. Die Beziehung mit dir selbst entscheidet darüber, welche Beziehungen du mit anderen Menschen führst. Punkt. Wird man auch nicht die richtigen Menschen anziehen in sein Leben und wird vor allem auch nicht die richtigen Menschen, selbst wenn sie ins Leben treten, mal sozusagen bei sich halten können. Man treibt die ja dann von sich weg, weil man sich ja nicht öffnen kann an der Stelle, weil man zu viel Angst hat, weil man zu viel Selbsthass hat. Und deshalb ist es wichtig, daran zu arbeiten, damit sozusagen den ersten Schritt zu machen. Ich habe es in meinem ersten Buch Mind Revolution ausführlich darüber geschrieben, über Beziehung, Sexualität, über Selbstreflexion. Was kann man machen, um sich selbst überhaupt kennenzulernen, um die eigenen Probleme und Baustellen anzugehen? Denn die haben wir alle, die habe auch ich, die hat jeder. Es geht nur darum, dass man aktiv damit umgeht und sich nicht versteckt mit der Verletzbarkeit, die auch jeder hat. Und an der Stelle kann ich auch mal Werbung machen für das Buch, weil ich muss wirklich sagen, ich bin der Meinung, dass gerade für viele junge Menschen, für viele Leute in meinem Alter, bin jetzt 25 und schon Bücher geschrieben, stark. Extrem wichtig ist, sich damit zu befassen. Extrem wichtig ist, da reinzugehen. Und das wird die Beziehungen und auch dein sexuelles Erlebnis verbessern. Ja, wie viele Frauen haben mit hunderten Typen mittlerweile Sex gehabt und immer noch kein einziger Dude mal Sex erlebt? Woran liegt? Bestimmt nicht an den Praktiken. Du kannst auch Kamasutra 5-mal durchgespielt haben und trotzdem... Ist so. Mann, gerade bei Mädels, weißt du, wie ich meine? Gerade bei Mädels ist doch so, also ich habe das schon so oft gehört, dass es da eigentlich darum geht, was für eine Beziehung hast du mit dem Mädchen? Wie wohl fühlst du dich mit dem Mann so? Was für Emotionen löst der bei dir aus? Was gibt der dir für eine Energy auch außerhalb vom Bett, sage ich mal? Und wenn er dich da schon so richtig hat und dich richtig catcht und dich richtig... Ja, einfach, dass du da schon so diese Feelings hast, Digi. Und wenn du dann Sex hast mit ihr, dann ist es auch ein richtig geiles Erlebnis, so, weißt du, was ich meine? Frauen sind emotionale Wesen, Bro, das darf man halt nicht vergessen. Männer sind da ein bisschen anders unterwegs, so, weißt du, was ich meine? Männer sind auch sehr, so sehr, natürlich auch emotional, aber nicht in dem Grad, so, weißt du, wie ich meine? Wir können auch sehr oberflächlich sein, beziehungsweise mehr im Außen unterwegs sein und brauchen das jetzt nicht. Männer brauchen jetzt nicht so eine krasse emotionale Connection zu einer Frau, um zu kommen. Weißt du? Aber bei einer Frau ist das schon wichtig, Digga, weißt du? Also wichtiger auf jeden Fall. Ich will nicht immer sagen, so plakativ das, dies, aber es gibt da halt einen Unterschied, so, weißt du? Und aber ich muss generell auch als Mann sagen, dass es einfach sich viel besser anfühlt, wenn du mit jemandem Sex hast oder mit jemandem zusammenkommst und ihr eine Einheit werdet, mit dem sich das auch gut anfühlt, einfach, so. Es ist ein anderes Level, so. Das ist eine andere Art und weil das es dann wirklich in diese Richtung Liebe machen reingeht, so, weißt du? So. War jetzt nicht ganz so toxisch maskulin wie sonst immer, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn sie jetzt mal guten Sex erlebt haben. Weil da ein bisschen was anderes noch mit rein muss, ein bisschen mehr von Selbstoffenbarung, die richtigen Menschen anziehen. Und ich schreibe es auch in dem Buch, worum es eigentlich geht, nämlich, dass du selber wirklich aktiv mit diesem Menschen gerade Zeit verbringen möchtest. Die meisten Männer gerade sind, wie gesagt, so auf dem Abstellgleis, dass sie letztendlich jede Möglichkeit, sich irgendwie mit einer Frau zu connecten, wahrnehmen. Und da geht es dann eigentlich ja nicht direkt um die Frau, da geht es dann ja nicht darum, dass er sich mit dir direkt treffen möchte, sondern er möchte sich überhaupt einfach nur mit einer Frau treffen. Mhm. Dann ist man so im Mangel, und das ist so verständlich, der eine oder andere wird es nachvollziehen können, dass man einfach wie so ein, sag ich mal, ja, Durstier in der Wüste nach allem greift, was irgendwie da. Der hat recht. Und da greife ich, packe ich mir auch an die eigene Nase, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, weil da habe ich auch mit vielen Männern drüber geredet und ich ziehe immer wieder auch in meinem Leben diese Männer an, also ähnlich wie wir, so ähnlich wie ich, so, die einfach zu viel draußen unterwegs sind und sich immer wieder eine neue Frau und immer wieder neue Dings und immer wieder neu und neu und neu und neu. Und wir müssen uns einfach ab irgendeinem Punkt auch selbst eingestehen, dass das definitiv auch mit einem Mangel zu tun hat, so, den man in sich selbst spürt, so.
Wenn du die ganze Zeit auf der Jagd bist und immer nur die ganze Zeit immer wieder eine neue, immer wieder eine neue, immer, dann hat das was mit deinem Innenleben zu tun und das heißt, dass du eine Leere in dir hast, die du füllen möchtest mit random Girls, so, weißt du? Und das muss man sich halt eingestehen. Ich habe mir das auch schon eingestanden und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, so, dass man das akzeptiert und dass das so ist und dann muss man daran arbeiten und sich fragen, okay, wo kommt diese Leere her? Wie kann ich diese Leere für mich füllen, ohne jeden Tag eine neue Olle zu haben, so, weißt du? Und das ist sehr true, was er sagt. Aber das ist keine wirkliche Wertschätzung. Wenn du als Mann einer Frau wirklich Wertschätzung gegenüberbringen willst, dann musst du aus der Fülle agieren. Dann musst du sagen, okay, ich treffe mich mit ihr, weil ich genau mich mit ihr treffen möchte. Nicht, weil sie die Einzige ist, die ja gesagt hat, sondern weil sie die ist von allen, mit denen ich gerade Zeit verbringen möchte, weil ich nirgendwo anders gerne lieber wäre gerade. Und stark, stark. Das ist gute Message, Digi, sag ich dir ehrlich. So wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil unsere Beziehung zu uns selbst, unsere Sexualität, all das geht momentan komplett den Bach runter und das wird durch diesen zunehmenden Internetfokus, durch diese zunehmende KI und alles, was damit zusammenhängt, immer schlimmer werden. Und deshalb ist es wichtig, dagegen zu arbeiten. Sei du nicht einer davon, der weiterhin bei Tinder rumhängt, der weiterhin bei Bumble irgendwelche Sachen liked. Geh raus, sprich Menschen an. Und als Frau, sei offen, auch wenn Menschen dich ansprechen, wenn Männer zu dir kommen und wirklich ehrlich was Nettes sagen oder so, dann sag den Menschen auch einfach mal, oder dem Mann in dem Fall, cool, dass du dich getraut hast, herzukommen. Und selbst wenn es nicht interessant ist für dich, weil du sagst, nicht mein Typ oder was auch immer, sag es einfach offen und ehrlich. Trotzdem ist es einfach schön, wenn dieser Austausch wieder entsteht, wenn Menschen sich wieder in der Realität kennenlernen und nicht nur online rumhängen. Denn die Situation da, die habe ich jetzt geschildert, die könnt ihr euch unten in den Videos nochmal genauer zuführen. Und dann hoffe ich, dass die meisten aufwachen und einen anderen Weg gehen. Einen Weg, der viel normaler ist wieder. Einen Weg, sich wirklich kennenzulernen und nicht diese oberflächliche Scheiße die ganze Zeit mitzumachen und sich dann zu wundern, warum nichts funktioniert. In diesem Sinne danke ich euch für Zuschauen und denkt bei all dem immer daran, Bewusstsein schafft Freiheit, lasst kostenfreien Abo da und bis zur nächsten Sendung. Ich küsse deine Sendung, Bro. Sehr, 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 sehr stark. Ich mag den. Der hat mir echt einen guten Vibe gegeben, hat mir ein gutes Feeling gegeben. So, ich fand die Message im Video auch mega. So, feiere ich, dass wir uns das gerade hier reingezogen haben. Unterstützt ihn gerne. Das Video hat noch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Der Kanal ist auch noch nicht richtig groß. So, geht da gerne rüber. Lasst mal ein Abo da. Lasst ein Kommentärchen da. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich habe meinen Senf da schon abgegeben zum Video und ich muss ihnen echt in großen Teilen auch recht geben. Und ja, wie gesagt, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Peace it out, man. Bye, bye.